Hallo liebe Leute, ich darf euch wieder begrüßen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2019 auf der Belgique Beauvau. Zur Folge 32. Ja, Folge 32 und diejenigen, die wo nachgeguckt haben, warum? Folge 31 ist, sagen wir mal, ja, sie ist kaputt. Sie ist einfach kaputt gegangen. Ich war tierisch fleißig und habe hier Ballen gepresst mit der Ballenpresse, mit der Glas. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kindchen. Und ja, dann wollte ich die Folge ändern und habe gemerkt, ja, nö. Das habe ich natürlich aber erst gemerkt, als ich den Spielstand schon gespeichert habe und so weiter. Und dann war da kein Wollen mehr. Und ich glaube, ich hätte die Folge auch nicht mehr hier so nachspielen können. Deswegen gibt es die Folge halt nicht mehr. Ich habe mich jetzt gleich schon hier hingestellt, um den Ladewagen zu kaufen, den ich in der letzten Folge, die ihr nicht gesehen habt, angekündigt habe. Und ich kann hier nicht mehr ankoppeln. Ein sehr schöner Mod. Gut, die Kabel macht er automatisch an. Den ich schon im 17er geliebt habe. Manuelles Ankuppeln. Ein sehr schönes Ding. So. Dann werden wir mal zu den Ballen hinfahren. Ich glaube, ich habe gelesen, dieser Ladewagen ist autolotfähig. Das werden wir jetzt gleich mal auf Herz und Nieren testen. Wenn nicht, schmeißen wir das Ding halt manuell da rein. Abladen müssen wir es ja dann wahrscheinlich sowieso, oder ich weiß es noch gar nicht. Wie und wo und ja, also wo ich es abladen will, weiß ich schon, aber wie ich es abladen kann und ja, das wird noch so ein kleines Abenteuer werden. Und nochmal auf das Thema von gerade eben zurückzukommen, warum mir die Aufnahme abgeschnürt ist, ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich hatte den Decoder geändert und die erste Aufnahme, die ich gemacht hatte, die hat gepasst, das war gut. Das ist so eine kleine Testaufnahme halt, ne? Und dann hatte ich die normale, richtige Aufnahme gemacht und ja, dann ging gar nichts mehr. Ich habe mich natürlich riesig gefreut, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber, na gut, so ist es halt mal, ne? So, also, hier sehen wir meine schön gepressten Ballen. Oh, jetzt können wir mal den Ballenwagen aufklappen. Wie funktioniert das? Hey! Okay. Ja, okay. Was kann ich denn da steuern? Okay. Ach, ich kann es noch breiter machen. Ja, lol. Der ist ja krass. Kann ich den jetzt irgendwie auf Autoload umschalten? Zuklappen. Ich dachte... Oder hätte ich den vielleicht kaufen sollen mit Autoload?
Lass mich mal noch mal reingucken hier. Nö. Ja, ich glaube, wir müssen hier selber ran, ne? Nö, ja, lustig. Okay, dann schnappen wir uns mal unser Vehikel des Vertrauens. Das gefällt mir sowieso viel besser hier automatisch. Oh, das ist gar kein. Wir haben noch gar keine Gabel. Das Gerät kann in dem Zustand nicht abgehängt werden. In welchem Zustand befindet sich's denn? Cool, der fährt ganz runter, aber wieso kann ich jetzt den... Warum kann ich die Schaufel nicht abhängen? Oder muss ich da auch aussteigen? Ach, stimmt, warte mal, das war... Aha! Bei der Schaufel musste man das nämlich früher mal nicht machen. Oder bei den Geräten für den Frontlader. Ja, da muss ich mich jetzt auch erst wieder daran gewöhnen, dass ich mal aussteigen muss. Aber das kriegen wir hin. So, und dann noch ein kleines Gewicht hinten dran machen. Wieso leuchtet es so rot? Verstehe ich nicht. So, jetzt kaufen wir noch schnell eine Ballengabel. Und ja, dann geht's los hier mit Beladen. Ich freue mich, ja. Meine erste Silageballen, die ich aufgeladen habe, im Felsbrunn war das noch. Da haben die Ballen die ganze Zeit so rumgezuppelt und sind dann tanzend vom Hänger gefallen. Das war, ach, sehr aufbauend, würde ich sagen. So. Dann brauchen wir, nee, doch, Kompaktlader, nee, Frontlader brauchen wir ja. Und wir brauchen einen Ballenspieß. Yep, kaufen. Oh, und eigentlich, gehört der Schlepper mal in die Werkstatt hier. So.
Der muss jetzt noch ein bisschen aushalten hier. Dann kommt er in die Werkstatt. So, liebe Leute, wollt ihr mir nochmal vom Schlepper laufen? Ich hab was Spitzes vorne dran. Auch mit den Autos, Leute. Überlegt euch das jetzt zweimal. Sonst habt ihr zusätzliche Lüftungslöcher in euren Fahrzeugen drin. Schnell. Haha. Durchgequetscht hier. So, was muss man dann noch machen? Ja klar, düngen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder so gut wie durch hier, ne? Müssen wir warten, bis unser Getreide reif ist. Bin mal gespannt, wie viel Ballen das wir jetzt hier erwirtschaftet haben. Und wie lange uns das reicht. Ach, einen Futtermischer brauchen wir noch. Und Stroh brauchen wir auch noch. Strohballen. Oh weh. So, und wie macht man die jetzt da am besten an? Oh. So, das ist aber jetzt fast schon ein bisschen fies, dass der unterste da noch rausschaut. Kann ich den jetzt eigentlich durchschieben? So, jetzt muss ich mal gucken, wie geht sich denn das aus? Wir haben da noch ein bisschen Platz. Wir können dann da ja ein, oder? Immer. So, jetzt make a look. Ja, aber puh. Nee, da geht nichts mehr. Ach, ja, da ist, da haben die unten dann so eine kleine Kollision eingebaut. Ah, ja, na, das ist schon mal nicht schlecht. Da kann man zumindest nicht durchschieben. Ja, okay. Kriegen jetzt nur zwei nebeneinander. Das ist jetzt aber auch nicht so wild, glaube ich, oder? So, wie viel kriegen wir da drauf? Dann 4 rein, wenn ich das richtig sehe, richtig?
Ja, da muss man schon schön schlichten hier, damit das was wird. Kriegen wir aber hin, wir sind ja Profis hier. Oder? Denke schon. Jetzt wird sich gleich mal zeigen, wie viel Profi das hier in uns steckt. Was macht ihr denn hier, der Herr Schneider? So, wir müssen erstmal hier ein bisschen für Ordnung sorgen, sonst passt mich das alles nicht. So, jetzt müssen wir den da irgendwie ein bisschen rüberschieben. Ja. So, jetzt müsste es aber gehen, oder? Er müsste jetzt gar einflutschen. Okay, das ist ganz schön tricky, die da einzukriegen. Finde ich gut. Oh. Jo, besser. Bisschen Luft ist da schon. Okay, das ist ja easy. Ja, mit ein bisschen Übung sollte das eigentlich richtig gut funktionieren. Ich habe mich ja beworben bei der beim Porsche-Team für die Challenge zum Beinstapeln. Bin leider nicht ins Team aufgenommen worden. Aber ich glaube nicht, weil ich so schlecht war im Stapeln, und das habe ich noch gar nicht getestet. Mir ist nur ein kleiner Fauxpas passiert. Ist mir eigentlich so nie passiert und das hat mich schon ein bisschen geärgert. Weil das hat mich schon gebockt hier. Ein Team, das sich zu verbessern und dagegen andere anzutreten, hat
Das hätte schon richtig Bock gemacht. Aber naja, hat nicht sollen sein. Ist auch meine eigene Schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir den Contest halt hier wieder am Kanal. Monster stapeln oder so. Wie ich es auf der Nordfriesischen gemacht habe, wo ich den Hänger mit Silageball voll gepumpt habe, bis zum geht nicht mehr. Das war schon ein bisschen lustig. Apropos, ne, der Gacki macht jetzt bald seine 500. Folge. Ich weiß gar nicht, von was die 500. Folge. Aber es wird wohl ein Jubiläum sein. Ich glaube, da werde ich mich ein bisschen mit anschließen. Ja. Dann hat er ein bisschen beglückwünschen. Er spielt ja auch sehr viel wie Hauptfach. Im 19er, ja, die Hauptfach, ach. Vielleicht später mal, wenn überhaupt, aber ich glaube nicht. Denn für 17er war die Hauptfach schon brachial gut. Ich glaube im 19er, was auch im Moment noch ist, sind diese fixen Höfe und das Parzellensystem, das funktioniert noch nicht so, glaube ich, wie es angedacht war. Ich habe schon eine andere Karte, wo das mit dem Parzellensystem besser umgesetzt ist, viel, viel besser, finde ich richtig cool. Ich auch schon angespielt die Karte und glaube, da wird es dann auch was hier auf dem Kanal geben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, weil die Karte ist schon echt schön, aber das mit den fixen Höfen gefällt mir noch nicht so ganz. Also das macht schon Spaß, dass sich seinen Hof zu bauen, aber oftmals fehlt dann vielleicht so ein bisschen die Idee. Und wenn es da so vordefinierte Bausätze gibt, ne? Also die Einzelkomponenten gibt es ja eh schon, wie Kuhstall und Farmhaus, weiß da ja noch nicht wirklich viel Auswahl gibt. Das ist das eine zum anderen, dass man sagt, man nimmt einen vordefinierten Hof, kauft den und erweitert den dann oder sowas, dass man sich da zwischen ein paar Modellen aussucht, wie es in verschiedenen Größenordnungen gibt, keine Ahnung, 500 Quadratmeter und 800 Quadratmeter oder sowas. Ja, wobei ja, Hof auf 800 Quadratmeter wird schon ein bisschen schwierig. Aber wenn wir dahin kommen, dann wird es, glaube ich, wesentlich interessanter. Wirklich hier so die Geschichte von seinem eigenen Bauernhof hier so von Grund auf neu aufziehen. Wobei, ich glaube, die meisten haben gar kein Interesse, das so zu spielen, sondern bei den meisten stehen einfach nur der Tausender Fendt oder der größte John Deere im Vordergrund. Und
das muss die erste Maschine sein, die gekauft wird. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Noch so nicht. Jetzt da eine. So, Saubazi. Oder hinten müssen wir jetzt eigentlich nicht leer sein. Da haben wir noch einen Ballen stehen. Na, den müssen wir auf jeden Fall noch aufladen. Ui, und die Folge ist wieder vorbei. So wird es aber nicht sehen. Wie viele Beine haben wir da drüben noch? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 8 kriegen wir noch hier rein. Das wird irgendwie nicht so ganz reichen, habe ich so das Gefühl, ne? So. Haben wir da noch was hinter dem Hänger? Nee, oh Mensch. Kriegen wir da noch ein drauf? Nee, ne? Da ja eines Maximum, glaube ich. Außer wir lassen ihn offen. Aber dann kriege ich trotzdem keine mehr drauf. Jawohl, eine vierte. Eine vierte könnte gerade noch so drauf gehen. Aber es gibt halt der Hänger nicht so. Hoppa! Nicht den Frontline kaputt machen. Das war ich nicht, das war schon so. So. Ich würde sagen, die paar Ballen, die lade ich jetzt noch schnell auf. Und dann sehen wir uns am Hof wieder, wenn es zum Abladen geht. Ich weiß noch nicht so. Muss das wahrscheinlich mit der Hand abladen, oder? Wie ich es aufgeladen habe. Nur das würde lustig.
Wo heidert aus? Nein. Ja, ich belade den Hänger hier mal eben kurz fertig und dann sehen wir uns am Hof, wenn ich alle Ballen zum Hof gebracht habe. Das wird ja noch ein bisschen dauern hier. Und dann bleiben noch ein paar übrig. Wie weiß ich noch nicht. Mache ich wahrscheinlich zweimal und schmeiße jeweils zwei Gabeln auf den Ballen, genau. Das machen wir nicht immer so. Und dann sehen wir uns beim Einrollen in der ganzen Schose wieder. Und dann schickt man nebenbei hier noch den irgendeinen Schlepper los, der wohl hier noch ein bisschen düngen kann. Genau, dann haben wir das auch schon erledigt. Und dann können wir uns wieder der Feldarbeit widmen. Es ist doch ein guter Plan. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, meine Ballenladerei. Oder euch amüsiert, je nachdem. Und ich freue mich, wenn ihr das jetzt mit einschaltet.